Hey, wir sind in einem Krankenhaus voller Nazitauben. Und Geistervaginas. Oh mein Gott. Dieses Video ist fix ab 18. Aber ja, heute geht es tatsächlich um den besten Bengel, den wunderbaren Schwengel. Wir spielen Cockhead und wir befinden uns wieder mal in meiner Lieblingskategorie auf diesem Channel, nämlich ist das Kunst oder kann es weg? Es ist... Ich weiß nicht mal, ob man das rechtfertigen kann, warum man dieses Spiel besitzt. Ein bisschen leiser drin. Oh, Fledermäuse. Ach, ficken. Es sind Tauben. Und ja, es ist ein... ziemlich schweres Spiel. Ich bin mir halt nicht sicher, ob ich das hier als Gameplay-Reihe machen. Warum kann ich nicht dashen? Okay, besser. Wie kann man einen Jump'n'Run-Part so scheiße machen? Ich muss jetzt wirklich sagen, die Steuerung ist nicht die idealste dafür. Jetzt können wir auch ballern. Sind das... Es sind Nazitauben! Ich habe mal ein Lied über Nazitauben geschrieben. Ich finde das gerade irgendwie amüsant. Ist das hier Bonus Stage oder was ist das hier? Okay, wir sind in einem Krankenhaus voller Nazitauben. Und Geistervaginas. Oh mein Gott. Dieses Video ist fix ab 18. Was mache ich gerade mit meiner Lebenszeit? Ich meine, es ist amüsant. Und dafür, dass es eigentlich nur ein dummer Joke ist, spielt es sich eigentlich okay. Weiß halt nicht, ob der dumme Joke wirklich Geld wert ist. Ich mag es, dass sie Cuphead einfach so schön parodieren.
Ich verstehe die Stage nicht. Was passiert hier? Ich verstehe es nicht, was soll ich hier tun? War ich zu schnell? Ich war einfach nur zu schnell für das Spiel, es ist nicht nachgekommen im Laden, wirklich. Aber nicht der Icy Tower oder wie auch immer, welches Abhüpfspiel man da jetzt parodieren wollte. Und warum spielen wir das jetzt? Das ist so verwirrend. Mir fallen gar nicht so viele Geschlechtsteilwitze ein, wie ich befürchtet hätte. Also alles in Ordnung. So. Wir haben es geschafft. Penis sei Dank. Oh mein Gott, was ist hier los?
Weil die Musik ist echt Weltklasse. Nein! Aber es gibt hier irgendwas mit Shop. Also, basically muss man sehr viel auswendig lernen hier beim Leveln, also in dem Punkt ist es leider ein bisschen oldschool. Aber es hat schon was. Ich will ja niemanden vor die Eichel stoßen. Ach, Ficorino! Okay, ich probiere das Stage noch ein bisschen, dann kommen wir vielleicht mal zum Resume. Es gibt Run and Gun Level, es gibt auch Bossfights, es gibt Survival Stages, es gibt so Mini-Play-Areas, Mini-Games, genau. Also groß, im Großen und Ganzen gesehen, bietet das Spiel schon ziemlich viel. Ist jetzt, was ich weiß, auch nicht allzu teuer gewesen, aber es ist halt schon durchgehender Schwanzhumor. Also man muss bereit sein dafür. Ist jetzt, glaube ich, nicht für jeder Person geeignet, aber wenn man sich darauf einlassen kann auf die Art von Humor, dann... sollte das eigentlich kein Problem sein. Ich bin nur gerade zu dumm für diese Stage. Alter! Das Spiel ist scheiße hart! Scheiß auf Dark Souls und Kappe, das ist das neue Kaizo, Leute. Okay, aus. Ich glaube, es reicht für heute. Was können wir zu Cockett jetzt eigentlich sagen? Naja. Es ist schon ein unterhaltsames Game. Man kann ja auch sicher noch sehr viel Spaß raus. Und gameplay-technisch überraschend gut. Ist normalerweise bei solchen Joke-Games nicht so der Fall. Aber ich glaube, so im Großen und Ganzen kann man sich das Spiel schon gönnen. Was ist jetzt das Resümee? Also, mein Resümee ist, das Spiel ist keine Kunst, aber es muss auch nicht unbedingt weg. Es ist halt das, was es ist. Es ist ein verdammter Penis. 2D-Shooter. Wenn man Bock drauf hat, kann man sich das schon gönnen. Es ist qualitativ jetzt nicht so mega schlecht. Es ist überraschend gut eigentlich. Es spielt sich flüssig und wir werden noch ein, zwei Gameplay-Folgen davon machen, auf alle Fälle. Also, bedanke ich mich schon mal fürs Dabeisein. Macht es wieder Wachmann da unten und rastet euch gut aus, erholt euch schön. Macht euch noch eine schöne Zeit. Danke fürs Einschalten und vielleicht schaut ihr euch noch ein, zwei andere Clips von mir an. Hier gibt es sehr viel Isaac und auch andere solche doofsinnigen Games zum Anschauen. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich war euer Hamkeeper, ihr wart ein super Zuschauer-Tun. Bis zum nächsten Mal. Bye.